Hey, hier ist Mario Bolosch und in diesem Video möchte ich dir meine Sicht auf eine sehr, sehr wichtige Frage geben. Eine Frage, die mir sehr, sehr oft gestellt wird, nämlich die Frage: Mario, was wird sich in diesem Jahr verändern? Was sind die neuen Trends? Wo geht die Reise hin? Was müssen wir erwarten im Jahr 2024? Und immer wenn ich diese Frage höre, dann erinnere ich mich an die Antwort, die Jeff Bezos vor vielen Jahren mal vor Börsenanalysten gegeben hat, als ihm genau diese Frage gestellt wurde. Da hat er folgende Antwort gegeben. Er hat geantwortet: Wichtig ist nicht, was sich verändern wird, sondern wichtig ist, was sich nicht verändern wird. Was sind die Konstanten, die über den Lauf der Zeit immer identisch bleiben? Und genau auf diese Konstanten bauen wir unser Business auf. Und genau das hat Jeff Bezos auch getan. Er hat für Amazon folgenden drei Prioritäten gesetzt. Er hat erstens die Priorität gesetzt auf unglaublich große Vielfalt, unglaublich große Produktvielfalt, dass man alles, was es gibt, alle Produkte, die man irgendwie kaufen kann, dass man die auch bei Amazon kaufen kann. Daher ja auch der Name Amazon als Anspielung auf die Artenvielfalt im Amazonas. Der zweite Priorität von Jeff Bezos war, die geringsten Preise, die irgendwie möglich sind, seinen Kunden zur Verfügung zu stellen, weil er wusste, wenn wir die günstigsten Preise bieten, mit der größten Produktvielfalt, dann werden die Leute immer wieder bei uns einkaufen. Und die dritte große Priorität bei Jeff Bezos war, dass sie in die Logistik investiert haben, also in die möglichst schnelle Auslieferung von Produkten. Und das war vor vielen Jahren. Amazon ist immer treu geblieben, dieser Linie immer treu geblieben. Und ist damit Weltmarktführer geworden im Bereich E-Commerce und hat den E-Commerce nachhaltig revolutioniert. Und genau das wäre auch mein Rat für dich. Denke nicht darüber nach, was sich verändern wird, sondern denke lieber darüber nach, was sind in deinem Business die Konstanten und wie kannst du bei diesen Konstanten wirklich der beste Anbieter werden für deine Kunden. Also bei ClickTip ist es zum Beispiel so, wir haben uns im Rahmen unserer Jahresplanung sehr intensiv auch wieder mit dieser Frage beschäftigt. Wir setzen zum Beispiel den Schwerpunkt auf E-Mail-Zustellraten, E-Mail-Versand-Performance und Kundenservice, weil das sind die Dinge, über die sich unsere Kunden niemals beschweren werden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich Kunden darüber beschweren, dass wenn sie Newsletter mit ClickTip versenden, dass die direkt ganz weit oben in wichtig und ungelesen bei Gmail, Hotmail, Yahoo, Web.de und so weiter zugestellt werden. Und deshalb optimieren wir weiter unsere E-Mail-Zustellraten. Wir sind jetzt schon Nummer 1, auch im internationalen Vergleich, geratet worden zum Beispiel, was das Thema Zustellraten, E-Mail-Zustellbarkeit angeht. Das nächste Thema, was auch sehr unwahrscheinlich ist, wo sich unsere Kunden sicherlich niemals beschweren werden, ist das Thema Versandperformance. Also E-Mails an ganz, ganz große Listen, 500.000 Empfänger, 1 Million Empfänger. Sehr, sehr typisch bei solchen Kampagnen ist, dass es einfach sehr lange dauert, bis solche E-Mails ausgespielt werden. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr dazu den Warp Mode gelauncht, also einen neuen E-Mail-Versandmodus, bei dem auch sehr, sehr große oder selbst sehr, sehr große E-Mail-Verteiler die E-Mails pünktlich ankommen, genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie eben ankommen sollen. Und wir werden auch weiter in diesem Bereich unseren Schwerpunkt setzen und auch weiter dafür sorgen, dass E-Mails selbst an die größten E-Mail-Listen genau zu dem Zeitpunkt ankommen, wann sie ankommen sollen. Und der dritte Punkt ist unser Kundenservice. Auch hier ist es sehr unwahrscheinlich, dass es jemals Kunden geben wird, die sich darüber beschweren, dass sie von uns gut beraten worden sind, dass ihnen gut geholfen wurde. Und deshalb investieren wir weiter in die Optimierung unseres Kundenservices, indem wir unseren Kunden noch bessere Trainings anbieten, noch bessere Onboarding-Unterstützung, noch bessere Beratung, unser Consultant-Netzwerk noch weiter ausbauen, indem wir unseren Kunden einfach noch mehr Mehrwerte geben. Also, renne nicht den neuesten Shiny Objects hinterher, sondern frag dich lieber, was in deinem Business wirklich die Konstanten sind, auf die du dich verlassen kannst, und investiere darin und du wirst erfolgreich werden. In diesem Sinne, liebe Grüße aus Thailand und alles Gute und viel Erfolg für dein Business. Ciao.